Finanzbuchhaltung die 12. Nach meinem Paragraphentheorie-Einschub in den Filmen 7, 8, 9, 10, 11 müssen wir jetzt endlich mal wieder zum Buchen kommen. Ich knüpfe dabei an Film 6 an. Da hatten wir erklärt, was eine Bilanz ist und wie man die Buchungen zu Jahresbeginn macht. Und die wiederhole ich jetzt nochmal, weil es ist bestimmt wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also fangen wir mal an. Wir haben jetzt hier die Bilanz und schauen wir da nochmal an, was da so drin steht. Zum Beispiel in der Kasse liegen 1.300 Euro drin. Und wenn das da steht, dann muss das am Jahresanfang, am ersten Geschäftstag auch der Wahrheit entsprechen. Die müssen da also drin sein. So, was bedeutet das? Das bedeutet, unsere T-Konten sind komplett leer. Ja, aber in der Kasse liegen doch 1.300 Euro drin. Also müssten hier auf der Sollseite 1.300 Euro stehen. Und die müssen wir jetzt hier irgendwie wieder reinbuchen. Ja, wie machen wir denn das? Da brauchen wir Buchungen. Und von Bilanz an können wir eigentlich nicht buchen. Aber wir können ganz schnell aus der Bilanz die Buchungen erstellen. So, wie machen wir das? Ach hoppla, da ist ja noch ein Konto, das ist noch voll. Das war das Schlussbilanzkonto vom letzten Jahr. Ja, war ganz hinten im Kontenrahmen drin. Und dieses Schlussbilanzkonto, ja, was macht man denn damit? Das taufen wir einfach um. Und zwar in Eröffnungsbilanzkonto. Und wenn ich jetzt den Industriekontenrahmen zugrunde lege, da müsste ich jetzt nochmal geschwind nachgucken. Einen Moment. So, hier ist nochmal mein Industriekontenrahmen. So, und auf der zweiten Seite ganz hinten, da ist das Eröffnungsbilanzkonto und das hat die Nummer 8000. Also können wir wieder weiterschreiben. 8000. Wenn ihr keine Nummer habt, ist auch nicht so schlimm. Gut, also. So, und aus diesem vollen Eröffnungsbilanzkonto, oder nee, wir merken uns erst einmal, schreibt euch am besten auf ein Lernkärtchen in Eigenregie, schreibt euch dazu, das Schlussbilanzkonto des letzten Jahres ist gleich dem Eröffnungsbilanzkonto des neuen Jahres. So, wir sind jetzt im neuen Jahr, haben das Schlussbilanzkonto umgetauft in Eröffnungsbilanzkonto. Ja, und jetzt gehe ich mal zur Bilanz und zeige euch, wie man ganz schnell mit Hilfe der Bilanz die ganzen Jahresbeginnbuchungen machen kann. Also die Buchungen, die man am ersten Tag des neuen Geschäftsjahres, wenn man im Büro ist, wieder machen muss. Eigentlich muss ich das hier alles aus dem Eröffnungsbilanzkonto ausbuchen. Das muss praktisch hinterher leer sein. Mit Ausnahme des Saldos wird alles gebucht. Und das mache ich halt mit der Bilanz. Und zwar als erstes mache ich hier mal die ganzen Formatierungen weg. Also die Umrandung. Da mache ich mal alles komplett so. Und ich mache im Grunde noch den Schrifteffekt. Nee, Quatsch, Hintergrund. Und da mache ich alles weiß. So, ja, das sieht jetzt schon besser aus. Dann mache ich erstmal alles weg, was ich nicht mehr brauche. Das sind die ganzen Überschriften. Und die Bilanzsummen, die brauche ich auch nicht mehr, um das ganz schnell so von Hand zu machen. Gut, also wir hatten ja gesagt, machen wir erstmal ein Beispiel. Die Kasse, da müssen 1.300 Euro im Soll drin stehen. So, das heißt, wir brauchen einmal Soll, Konto, da muss auf jeden Fall Kasse drin stehen. Und natürlich 1.300 Euro. Ich werde jetzt übrigens ab jetzt nur die eine Form der Buchung, also wo der Betrag grundsätzlich doppelt aufgeschrieben hat, benutzen, weil wenn man zweimal mitschleift, das ist so ein bisschen anstrengend. Also ich finde es sehr anstrengend. Gut, deswegen mache ich jetzt nur noch diese Form her, des Buchens. Gut, also Kasse. Ja, jetzt brauchen wir ein Habenkonto. Und das ist jetzt eigentlich das Eröffnungsbilanzkonto. Da steht ja die Kasse, diese 1.300 Euro stehen im Soll. Und die müssen da raus. Und die kriegen wir raus, indem wir das Habenkonto, das ist unser Eröffnungsbilanzkonto mit der Nummer 8000.
So, und da schreibe ich nochmal die 1300 Euro auf. Gut, so jetzt habe ich die erste Buchung gemacht. Jetzt könnten wir uns eigentlich auch überlegen, wie wir das nämlich schneller hinkriegen könnten. Ja, und wenn ich jetzt auf die T-Konten gehe, dann muss ich in die Kasse in Soll 1300 Euro eintragen. Und natürlich theoretisch auch ins Eröffnungsbilanzkonto müsste ich jetzt auf der Habenseite erstmal 1300 Euro eintragen. Das macht man in der Regel nicht. In der Regel macht man das so, dass man die Bilanz nimmt. Die Buchung mache ich jetzt nochmal weg, die brauchen wir jetzt nicht nochmal. Das haben wir uns jetzt überlegt. So, das muss ich jetzt mit jedem einzelnen Posten machen. Und es geht ja relativ schnell. Und zwar mache ich Folgendes. Ich schreibe das hier alles jetzt erstmal hier drunter. Ich weiß ja, das ist alles meine Passivseite. Das Eigenkapital mache ich weg. Das buche ich jetzt noch nicht. Da müssen wir uns erst noch tiefer damit beschäftigen. Und bei einem Einzel-, also Ein-Mann-Unternehmen oder Ein-Frau-Unternehmen, wie wir hier vorliegen haben, spielt es jetzt auch nicht so eine große Rolle, dass wir hier keine Eigenkapitalunterkonten haben. Ja, komm später. Ja, ich erzähle das immer ganz gerne, nicht, dass man sagt, hey, was hatten uns die dumme Kuh eigentlich erzählt? Am Anfang lernt man es so, als ob es so wäre, und dann lernt man später noch x Unterkapitalkonten kennen. Und dann ist es doch wieder nicht richtig. Also ich habe das nie mögen. So, als nächstes verschiebe ich jetzt die Beträge. Schiebe das jetzt noch ein bisschen zusammen. Ja, und dann mache ich die Dinger hier. Ach, jetzt habe ich es zu weit geschoben. Die mache ich jetzt hier rein. Und kann natürlich diese Spalte ein bisschen größer machen. Dass es ein bisschen netter aussieht. So, und was kommt jetzt eigentlich alles in diese leeren Spalten rein? Ganz logisch, da kommt das Eröffnungsbilanzkonto hinein. So, und das kann ich jetzt hier einfach kopieren. Die eine Zeile brauchen wir nicht. Ja, die können wir jetzt theoretisch auch noch rausmachen. Ja, die kann ich jetzt noch löschen. Ja. Und jetzt haben wir alle Buchungen, die wir zum Jahresbeginn brauchen. Und prüfen wir nochmal nach. Hier hat man die Buchung, die wir gerade einzeln gemacht hatten, also Kasse. Ein Eröffnungsbilanzkonto, praktisch die 1300 Euro, die reell ja noch in der Kasse stehen oder liegen. Die sind aus dem Eröffnungsbilanzkonto ausgebucht worden und in die Kasse hinein. So, und was ist jetzt das Ergebnis dieser ganzen Buchungen? Alle T-Konten sind wieder so befüllt, wie wir es brauchen. Wie es der Realität entspricht, und jetzt können wir anfangen zu arbeiten, sprich zu buchen, und wir können Geschäfte machen.